Willkommen bei Jeremys Bibelstunde. Heute lernen wir über die Liebe Gottes und was er gemacht hat, um uns zu vergeben. Also, Gottes Liebe ist stärker als alle Lieben, die es gibt. Niemand kann so mächtig sein wie ich. Er ist für uns am Kreuz gestorben und hat damit unsere Sünden vergeben. Nur für uns. Keiner könnte sowas tun. Könntest du freiwillig irgendwo hingehen, wo du ausgepeitscht wirst und gekreuzigt wirst und sterben wirst, würdest du da hingehen? Ich könnte sowas nicht machen. Aber Gott, der kann das schon. Nur er kann sowas tun für uns Menschen. Und kein Mensch kann es für einen anderen Mensch machen. Gott ist einfach so mächtig. Niemand kann so sein wie er. Er gab uns Luft. Er gab uns ein Leben, er gab uns Haus, Trinken und zu essen. Er gab uns einfach alles. Und was tun wir für ihn? Nix. Wir tun vielleicht mal sagen, lieber Gott, danke für alles, aber wir meinen es nicht ernst. Wir machen manchmal auch gar nichts, machen einfach nur unser Leben, machen Partys. Aber an Gott, da glauben wir nicht dran. Wir müssen mehr an Gott glauben, wir müssen ihm näher kommen. So nah, ob würdest du deine Mutter oder deinen Vater oder irgendjemanden umarmen. Gott ist unser Herr. Niemand kann so sein wie er. Gott hat uns lieber als deine Mutter und dein Vater oder deine Eltern. Gott ist einfach ganz mächtig. Deine Eltern haben dich ja ganz schön lieb, aber Gott hat dich viel lieber. Und Gott hat deine Eltern auch viel lieber, als du sie lieb hast. Gott würde alles für sie tun, um sie zu sich zu bringen. Er hat für uns eine große Überraschung vorbereitet im Himmel. Ein etwas Großes für uns vorbereitet. Und das können wir nur sehen, wenn wir Gott zuhören. Also, bitte, hört Gott zu und versucht in den Himmel zu kommen. Ich weiß, es ist schwierig, an Gott zu glauben und alles zu machen, was er möchte. Aber man kann es schaffen. Es ist möglich. Auch wenn deine Freunde oder deine erwachsenen Freunde oder irgendjemand dich auslacht und über dich mobben. Versuch es wenigstens mal. Das Wort heißt versuchen. Man muss es versuchen und man soll auch nicht aufgeben. Aufgeben ist sehr schlecht. Wenn du auf eine Party gehen würdest und nicht tanzen kannst oder irgendwas nicht machen könntest, würdest du auch nicht aufgeben. Dann würdest du auch wieder in die Party gehen und krasse Sachen machen. Aber an Gott glauben, ja, das willst du mal wieder nicht. Das ist das Problem. Satan arbeitet mit faulen Tricks. Er versucht uns anzulügen, zu sagen, dass es Gott nicht gibt und versucht, dass wir böse Sachen machen. Und wenn wir mal eine Minute an etwas Gutes denken, kommt er in unseren Kopf und macht alles kaputt. Trotzdem müssen wir stark sein in Christus und versuchen, ihn zuzuhören. Und wenn ihr zum Beispiel nicht beten könnt oder so, am Ende werde ich euch erklären, wie man betet. Auf jeden Fall ein Tipp. Am Ende des Gebets niemals nur mit Jesus enden, sondern mit Jesus Christus. Heiligen Namen, Amen. Weil wenn man nur mit Jesus endet, könnte doch auch jemand aus der Welt hier Jesus heißen, der Jesus Jakob oder Jesus Banane ist nur ein Beispiel. Dann könntet ihr vielleicht diesen Mensch anbeten und Gott würde euch nicht mehr akzeptieren, weil ihr nur ihn anbetet. Und ja. Und jetzt werde ich euch ein Lied beibringen, wenn ihr es noch nicht kennt. Wenn ihr es doch schon kennt, macht mir bitte nahe. Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar groß, so groß. Was kann größer sein? So tief, was kann tiefer sein? So weit, was kann weiter sein? So wunderbar groß. Gottes Güte ist so wunderbar, Gottes Liebe, Gottes Güte ist so wunderbar, Gottes Güte ist so wunderbar, so wunderbar groß. So groß, was kann höher sein, so tief, was kann tiefer sein, so weit, was kann weiter sein, so wunderbar groß. Jetzt werde ich euch mal beibringen, wie man ein Herz macht für Liebe, wo Gott all seine Sachen drin hat, die, wenn er uns liebt.
Ich kann euch es zeigen, aber eigentlich dauert es nicht lange. Also, ja, ich mache euch die Anleitung. Euer Herz wird dann ungefähr so aussehen wie meins. Ich habe meins so angemalt. Und hinter das Herz werdet ihr dann was draufschreiben. Die Lieben, wen ihr am lieben... Also, auf dieser Seite werdet ihr schreiben, wen ihr am meisten liebt. Also zum Beispiel als erstes Nummer 1 Gott, Nummer 2 Papa, Nummer 3 Mama. Und auf diese Seite werdet ihr schreiben, warum ihr sie so liebt. Okay, das ist für euch heute eure Hausaufgabe, das Herz zu machen. Ich werde euch auch jetzt noch erklären, wie das Herz geht. So, und jetzt werde ich euch zeigen, wie ihr Herz geht. Ihr braucht ein Blatt Papier. Ihr braucht eine Schere. Und ihr braucht einen Kleber, um das Herz zu basteln. Zuerst nutzen wir das Blatt Papier. Mache ich das gleich. Also. Das Blatt Papier so, dass es ungefähr so aussieht. Also Kante an Kante hier vorne. Und danach zieht ihr nochmal mit euren Fingern nach. Der zweite Schritt ist, ihr schneidet das hier ab. Dann müsste das ungefähr so aussehen. Danach klappt ihr es auf und faltet die beiden Ecken aufeinander zu. Wenn ich das gemacht habe, klappe ich das Dreieck wieder auf. Und jetzt müsst ihr gut aufpassen. Ihr seht es ja hier. Ich falte diese Ecke bis zur Linie. Von diesem Punkt. Und streiche nach. Dann müsste das so aussehen, oder? Bei manchen auch so, ist egal, wie ihr es rummacht. Und dann mit der zweiten Ecke mache ich es so da drauf. Seht ihr es? So. Und streiche nach. Dann müsstet ihr es so haben. Danach klappe ich die beiden Ecken hier nach oben. Sieht jetzt nicht so schön aus, weil ich es nicht so gut sehen konnte. Aber dann müsste euer Herz so aussehen bisher. Dann, jetzt könnten wir unseren Kleber gebrauchen. Ihr knickt diese Ecken hier und hinten so runter bis zu dieser Linie hier. Also ihr seht es hier so runter. Dann macht ihr das gleiche mit der anderen auch. So, jetzt klappt ihr diese Ecken nach hinten, also die so nach hinten und die andere auch. Meins wird jetzt nicht so schön wie das von dem anderen, weil ich es anders machen musste. Und dann kleben wir mit unserem Kleber diese Ecken hier an dem Papier fest und die hier auch. Haben wollt, könnt ihr auch diese Flächen hier auf das Papier drauf kleben. Das müssen wir jetzt unbedingt jetzt nicht. Auf jeden Fall, jetzt zeige ich euch, wie man betet, wenn ihr noch nicht wisst, wie man betet. Wir falten unsere Hände und schließen unsere Augen. Unser Vater, danke alles, was du heute für uns gemacht hast. Bitte, unser Vater, vergib uns. Ich bin ein Sündiger. Ich habe Sachen gemacht, die ich nicht machen durfte. Bitte vergib mir und wasch mich mit deinem Blut. Nimm mich auf in dein Königreich und helf mir, dass ich lebe für dich. Bitte zerstöre die Mächte des Bösen und gib mir die Kraft, dass ich für dich sein kann. Und nehme mich bitte auf. In Jesus Christus, im kraftvollen Namen. Amen. So beten wir, wenn wir von Gott aufgenommen werden wollen. Und ich hoffe, ihr werdet es zu Gott schaffen. Wenn ihr es wollt, kann ich für euch beten. Ihr müsst mir in die Kommentare reinschreiben. Ich segne euch und ich hoffe, gebt mir ein Like hoch. Und
Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.